Habt ihr euch schon mal vorgestellt, wie euer Lieblings-iPhone aussehen könnte? Ich schon häufiger und deswegen möchte ich das in diesem Video gerne einmal für das iPhone 12 Pro machen. Möchte dabei vor allem auf die Hardware eingehen, also wie das Gerät von außen aussehen sollte, aber natürlich auch auf die Software in Bezug auf iOS 14 und die jeweiligen Features. Sollten euch derartige Videos gefallen, dann würde es mich natürlich wie immer sehr freuen, wenn ihr kostenlos ein Abo dalassen würdet und die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr in Zukunft keine weiteren ähnlichen Videos mehr. Wir werfen jetzt aber direkt nach dem Intro einmal einen Blick auf das iPhone 12 Pro, so wie ich es mir gerne wünschen würde, und starten auch direkt dann mit dem Design. Mein Wunschdesign orientiert sich aktuell wirklich sehr stark an den unterschiedlichen Leaks, die im Internet verbreitet werden, und zwar natürlich an einem iPad Pro Design bzw. an einem kantigen iPhone 4, 4S, iPhone 5, 5S und SE Design. Das heißt, dass wir sozusagen ein bisschen zurückrudern von diesem aktuell sehr abgerundeten Design wieder zu einem kantigen, aber eben entsprechend auch einem sehr edlen Design. Ich persönlich würde mir natürlich einen Full-Size-Screen komplett ohne Notch wünschen, dass Face ID unter dem Display verbaut wird und eben auch die Frontkamera direkt unterm Display. Das ist allerdings für 2020 sehr unrealistisch. Daher gehe ich davon aus, dass eine kleinere Notch passieren wird und damit wäre ich persönlich auch sehr zufrieden. Insgesamt bekommen wir dann natürlich ein bisschen mehr Display und die Display-Ränder könnten auch ein bisschen schrumpfen. Das wird in den aktuellen Leaks und Gerüchten ja auch schon so ein bisschen prophezeit. Das heißt, wenn insgesamt das Display ein bisschen größer wird, dafür, dass iPhone an sich aber nicht größer wird, weil mir diese aktuelle Größe eigentlich ganz gut gefällt, dann wäre ich damit auf jeden Fall sehr zufrieden. Auf der Rückseite sollten natürlich diverse Kameras vorhanden sein. Ich persönlich würde eine Kamera natürlich am besten finden. Irgendwie finde ich, sieht das ein bisschen ästhetischer aus, wenn eine Kamera vorhanden ist. Aber für die unterschiedlichen Funktionen wie eben verlustfreier Zoom oder auch Weitwinkel geht es halt aktuell technisch nicht anders. Daher bin ich mit den drei Kameras, die aktuell angeboten werden im iPhone 11 Pro, sehr zufrieden und könnte mir das auch im iPhone 12 gut vorstellen. Vor allem mit dem LiDAR-Sensor, den wir aktuell im iPad Pro haben. Persönlich würde ich lieber diesen kompletten Kamera-Hubbel, den man auf der Rückseite hat, direkt in das Gehäuse implementieren. Das heißt, dass wir eben diese Erhebung auf der Rückseite nicht haben. Würde mir persönlich besser gefallen, wird aber technisch aktuell ebenfalls nicht möglich sein. Daher kann ich auch damit leben, wenn die Kamera ein bisschen heraussteht. Als Anschluss hätte ich persönlich am liebsten USB-C, wobei man laut aktuellen Leaks sehr stark davon ausgeht, dass weiterhin Lightning verbaut wird. Kann ich ebenfalls mitleben. Ich habe sehr viele Lightning-Kabel, daher finde ich das nicht ganz so schlimm. Ich hätte es aber konsequenter gefunden, wenn Apple bei allen Geräten wie beim MacBook, beim iPad Pro und eben dann auch beim iPhone auf USB-C umsteigt. Bei den Farben gefällt mir das aktuelle Nachtgrün eigentlich wirklich sehr gut, aber auch das prophezeite Navy Blue, wie man schon in einigen Leaks sehen konnte, gefällt mir sehr gut. Also das wäre auch so die Farbe, die ich auf jeden Fall dann wählen würde. Ich kann mir sehr gut vorstellen, in einem kantigen Design mit so einem dunklen Blau. Das könnte auf jeden Fall sehr edel aussehen und gefällt mir ziemlich gut. Das iPhone 12 Pro sollte natürlich auf jeden Fall 5G unterstützen, gerade bei einem Preis von um die 1300 Euro. Je nachdem, welche Speicherkapazität man wählt, sollte das auf jeden Fall 2020 mit dabei sein. Und wenn wir gerade von Speicherkapazität sprechen, ich würde mir persönlich wünschen, dass das Einsteigergerät mit 128 GB startet und wir dann eben als nächste Größe 512 GB haben und dann eben als größte Größe 1 TB. Bei mir persönlich sind 64 GB zu klein und 256 GB zu groß. Das heißt, 128 wäre der perfekte Kompromiss. Ich weiß, Apple hat genau diese Taktik natürlich ausgewählt, damit man zum größeren Speicher wählt und diesen eben auch bezahlt. Aber ich persönlich würde 128 GB als Einsteigervariante gerade beim Pro-Gerät durchaus als akzeptabel finden und würde mich darüber sehr freuen. Das heißt also insgesamt, was die Gerüchte angeht, die wir aktuell so im Netz verfolgen können, ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass das iPhone 12 Pro in die Richtung geht, die mir persönlich sehr gut gefallen würde, zumindest was das Äußere angeht. Und dazu dürft ihr mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Was haltet ihr von diesem Design vom kantigen iPhone 12 Pro? Würde mich sehr interessieren. Und wir schauen uns jetzt als nächstes mal die Software an, was iOS 14 denn so für Features bringen könnte. Beginnen wir iOS 14 mit einem Feature, was bereits geleakt wurde, und zwar eine Art App-List, in der alle Apps sortiert werden, wie das auch unter anderem mit WatchOS in der Apple Watch der Fall ist. Da hat man nämlich die Möglichkeit, Apps zum Beispiel zu sortieren nach Alphabet, oder es soll eben auch möglich sein, zum Beispiel zuletzt benutzt oder noch nie benutzt, das Ganze zu sortieren, und so kann man das eben entsprechend ein bisschen besser überblicken, was man denn so für Apps installiert hat. Man kann dann natürlich wechseln zwischen diesem Anblick und eben den normalen App-View, den wir eben auf dem Homescreen kennen. Aber ich persönlich finde das eigentlich ganz cool, dass man nochmal so eine
Option hat, so eine Art Launcher, wo man eben alle Apps auf einen Blick bekommt und dort dann eben sortieren kann. Daher ist es auf jeden Fall eine schöne Sache, die man installieren kann und dann eben auch unter iOS 14 ein sehr spannendes Feature sein kann. Eine Funktion, die ich mir auf jeden Fall mit iOS 14 wünschen würde, wäre ein neues, überarbeitetes Control Center. Und zwar sollte man dieses nicht mehr von oben nach unten ziehen müssen, sondern so, wie es eigentlich viel mehr Sinn macht, von unten rechts in diesem Fall nach oben. Und dann öffnet sich hier eben dieses Control Center und ich finde es viel, viel schöner, viel aufgeräumt. Das sieht einfach viel moderner aus mit diesem neuen Design. Man hat hier auch noch die Möglichkeit, das Ganze noch größer zu ziehen, um dann eben auf alles sozusagen Zugriff zu bekommen, um zum Beispiel hier auf das Wetter Zugriff zu bekommen, auf unsere Mediadaten, also zum Beispiel Musik, Hörbuch etc. Man hat natürlich hier die Möglichkeit, Flashlight, Dark Mode und so weiter zu aktivieren, was natürlich eine ziemlich coole Sache ist. Ich aktiviere den hier einfach einmal. Und dann seht ihr, dass das Ganze hier auch im Dark Mode funktioniert. Ist auf jeden Fall meiner Meinung nach ziemlich cool. Man sieht hier eben auch direkt dann zum Beispiel, dass Bluetooth an ist, ein Wecker ist gestellt. Hier sieht man dann die Akkulaufzeit und so weiter. Also so ein paar Funktionen. Und insgesamt der komplette Aufbau sieht meiner Meinung nach viel moderner aus als der mit aktuell iOS 13. Passend dazu würde ich mir einen neuen Aufbau wünschen von zum Beispiel Notifications. Und zwar würde ich das sehr cool finden, wenn diese so ein rundes Design hätten, wie hier in diesem Fall. Und zwar natürlich ganz normal mit Group Notifications. Also man kann das Ganze anklicken. Dann öffnet sich hier eben entsprechend dieser Ordner mit den jeweiligen Benachrichtigungen. Aber insgesamt finde ich, sieht das irgendwie ein bisschen cooler aus, gerade eben in Kombination mit einem neuen runden Control Center. Finde ich das Ganze ziemlich cool. Auch auf dem Lockscreen macht das eben viel mehr her, wenn wir hier so ein neues, ein bisschen frischeres Design bekommen. Daher finde ich diese Option auf jeden Fall sehr cool von Notifications. Und das Ganze kann sich natürlich durchs komplette iOS ziehen, zum Beispiel für den Media Player oder ähnliches. Von daher eine ziemlich coole Sache, die ich mir in iOS 14 wünschen würde. Eine Sache, die unter iOS 14 geleakt wurde, aber nicht 100% sicher ist, ist ein neues Layout für das Multitasking, und zwar ein Grid-Layout, wie wir das zum Beispiel beim iPad kennen. Und da hat man dann eben die Option hier, dass die ganzen Apps sozusagen zu viert angezeigt werden auf einem Screen und nicht mehr einzeln und man dort durchscrollen muss, sondern man hat hier eben die Möglichkeit, mehrere Apps gleichzeitig zu sehen. Ich persönlich finde das nicht so schön, ich bin da nicht so ein super Freund von, aber wenn wir eben die Option haben, das zu wählen und natürlich auch das normale Design, was wir jetzt unter iOS 13 haben, dann bin ich damit auf jeden Fall auch zufrieden. Ich möchte halt gerne die Wahl haben, ob ich dieses Grid-Layout haben möchte oder das Standard-Layout, was wir aktuell nutzen. Worüber ich mich ebenfalls sehr freuen würde, wäre ein komplettes Redesign der Icons und des Layouts von iOS. Das letzte war mit iOS 7, das heißt iOS 14 wäre sozusagen die nächste Option. Das wäre dann der gleiche Abstand wie vorher vom iPhone OS bis iOS 7. Und das hier ist jetzt nur ein Beispiel. Ich finde, an sich ist das eigentlich schon ganz schön. Es ist sehr clean, aber natürlich ist das hier jetzt nur, wie gesagt, ein Beispiel. Es gibt natürlich sehr viele Optionen, wie das Ganze neu gestaltet werden könnte. Es könnte flacher sein, es könnte insgesamt ein bisschen runder werden, wie auch immer. Aber grundsätzlich würde ich es sehr schön finden, wenn die meisten Icons nochmal so ein Redesign bekommen, damit man einfach sieht, iOS 14 ist ein neues, großes iOS-Update und nicht nur so ein kleines Update wie von iOS 11 zu 12 oder von 12 zu 13, zumindest was das Layout angeht, denn Features kamen ja immer neu dazu, aber grundsätzlich das Design hat sich halt nicht groß geändert und das würde ich mir mit iOS 14 auf jeden Fall wünschen. Eine weitere Sache, die in der iOS 14 Beta geleakt wurde in der internen Version, sind iOS Widgets und das würde mich persönlich sehr freuen, wenn man hier einfach zum Beispiel auf so ein Icon raufklickt und dann hat man die Möglichkeit hier eben auszuwählen, welche Größe man möchte, wie zum Beispiel jetzt Full Size. Und dann erscheint hier eben so ein Widget auf dem Homescreen, kann man frei platzieren und das natürlich mit allen möglichen Apps. Und für Entwickler gäbe es dann Optionen, das Ganze zu erweitern, dass man diese Widgets eben auch aktiv nutzen kann, um Schnellzugriffe zu ermöglichen oder ähnliches. Das wäre auf jeden Fall eine ziemlich coole Sache, die mich mit dem nächsten iOS und dem neuen iPhone auf jeden Fall sehr freuen würde. Kommen wir nun zu guter Letzt zu einer Funktion, die schon mit dem iPhone 10 hätte kommen sollen, und zwar ein Always-On-Display. Und das ist etwas, was auf jeden Fall mit iOS 14 kommen sollte. Viele Android-Geräte haben das Ganze schon und ihr seht, dass das hier eben auch ganz einfach funktioniert. Wir haben hier die Uhrzeit, wir haben oben die Statusbar, aktuell ist das Gerät entsperrt, wir haben hier die Benachrichtigungen, die aktuell eingegangen sind, dann hier unten haben wir die Quick-Actions, um zum Beispiel das Licht anzumachen.
Und entsprechend wäre das auf jeden Fall eine sehr schöne Option, dass man hier vielleicht noch zusätzlich die Benachrichtigung der Apps sieht, vielleicht auch einfach nur in leichten Punkten. Das ist hier in diesem Fall auch nur ein Beispiel. Und das würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn wir ein Always-On-Display mit iOS 14 bekommen, denn so langsam wird es auf jeden Fall Zeit. OLED bietet diese Option, warum also nicht nutzen? Jetzt hoffe ich natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat. Gerne dürft ihr mir auch eure Meinung zu iOS 14 unten in die Kommentare schreiben. Was wünscht ihr euch für Funktionen? Was haltet ihr von den aktuell geleakten Features? Würde mich sehr interessieren. Und insgesamt könnt ihr mir ja auch gerne mal euer Wunsch iPhone 12, iPhone 12 Pro mal in den Kommentaren skizzieren, was ihr euch da wünschen würde, damit ihr dieses Gerät am Ende auch kaufen würdet. Würde mich sehr interessieren. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst auch gerne einen Daumen nach oben da. Und solltet ihr es noch nicht getan haben, dann könnt ihr jetzt kostenlos meinen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Wir sehen uns dann auch schon im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut und vor allem bleibt gesund.